Der Jubel hat ja jetzt nur einen Beigeschmack, weil er persönliche Interessen in Konflikt bringt mit unseren Clubinteressen. Und das kann ja auch jeder nachvollziehen. Und ich denke, dass das auch Ober absolut nachvollziehen wird. Sie wissen ja, dass wir, informiert waren, dass er was plant, wenn er ein Tor schießt. Aber wir wussten natürlich in keinster Weise, was und was im Detail. Und haben an irgendeine Fortsetzungsgeschichte von Batman und Spider-Man gedacht, die es ja dann nur teilweise war. Und man kann das mit ihm klären, man kann das auch sehr hart klären, wie das damals passiert ist gegen Sporting. Und man kann sich sicher sein, dass er das wegsteckt und nicht nachtragend ist, sondern dann auch wirklich auch versucht, die andere Seite zu verstehen und sich dann nicht hängen lässt. So, das ist eigentlich die Botschaft, die ich immer wieder von ihm bekomme. Also oberextrovertiert ist und immer lächelt und ein ganz besonderer Charakter ist, ist doch offensichtlich und ist eine ganz große Stärke von ihm. Er ist ein sehr sensibler, ein sehr vielsprachiger und dadurch auch sehr sozial in der Mannschaft, sehr sozial eingestellter Typ, der genau daraus auch seine Stärke zieht.